Die internationalen Barocktage im Stift Melk widmen sich heuer den geheimen Botschaften der Musik, etwa von Georg Friedrich Händel und der venezianischen Komponistin Barbara Strozzi. Das Festival bietet bis Montag ein dichtes Programm. Der Auftakt wurde gestern Abend mit Johann Sebastian Bachs H-Moll-Messe in der Melker Stiftskirche gefeiert. Es gibt wohl kaum einen würdigeren Ort, um Bachs H-Moll-Messe zu spielen, als die Melker Stiftskirche. Es ist ein fantastischer Raum, so von wie es aussieht. Und natürlich ist es auch ein bisschen hallisch. So das Musik ist vielleicht nicht immer so klar. Nicht jeder hat freilich ein so feines Gehör. Das Publikum ist ohnehin eingenommen von der Leistung der Wilterner Sängerknaben, die zusammen mit dem Concentus Musicus Wien das knapp zweistündige Konzert tragen. Es gibt viele Koloraturen. Und die sind halt schon auch schwer mit den vielen Sechzehnteln und Achteln. Ich singe die H-Moll-Messe auch auswendig und es ist einfach überragend, diese Messe. Das Schönste über die barocke Musik ist, sie ist zugänglich, sie schwingt, sie webt, sie überrascht und sie lebt im Moment. Man braucht sie nur genießen. Geheime Botschaften lautet heuer das Motto der Melker Barocktage. Eines ist hier aber offenkundig: die große und geteilte Freude an der Musik.